Und natürlich werde ich jetzt ein bisschen allgemein zur Istanbul-Konvention erzählen, aber dann auch mal darauf eingehen, welche kommunalen Aspekte wir da sehen oder wo wir kommunale Aufgaben sehen und Umsetzungschancen und Potenziale. Genau, die Istanbul-Konvention, die heißt Istanbul-Konvention, weil sie 2011 in Istanbul beschlossen worden ist. Und zwar offizieller Name über des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie ist erst im Februar 2018 dann in Deutschland in Kraft getreten und sie gilt verpflichtend für Frauen, damit ist das soziale Geschlecht gemeint, gibt auch oft Fragen, und Mädchen. Das heißt, überall, wo der Begriff Frauen in der Istanbul-Konvention steht, da kann man auch sich mitdenken, dass das auch für Mädchen gilt oder für junge Frauen gilt quasi, die noch minderjährig sind. Wie rechtsverbindlich ist die Istanbul-Konvention? Die Istanbul-Konvention ist geltendes Recht in Deutschland. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit Goodwill zu tun, sondern der verpflichtet. Ich höre irgendwie ein Plätschern im Hintergrund. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Frau Wulff, ich habe Ja. hier, also tatsächlich haben Sie heute keine gute Bandbreite. Das passiert manchmal. Wäre es okay, wir schalten Ihnen Ihr Bild aus, um eben zu Ja, sparen, weil natürlich. da, gut, dann mache ich das gerade mal von hier aus. Dann haben Sie nämlich hoffentlich keinen abgehackten Ton mehr. Okay. Okay, ich hoffe, dass man mich jetzt besser verstehen kann. Ja, macht den Eindruck. Okay, super. Also, die Istanbul-Konvention ist geltendes Recht in Deutschland. Sie ist im deutschen, also im Gesetzesblatt veröffentlicht worden im Wortlaut. Auch immer eine beliebte Frage, wen verpflichtet die Istanbul-Konvention eigentlich? Wir sagen immer, die Istanbul-Konvention setzt den Föderalismus nicht außer Kraft. Das heißt, Bund, Länder und Kommunen sind in ihrem Wirkungsbereich zuständig für die Umsetzung. Das heißt, wenn sie vorher zuständig waren für die Ausstattung des Frauenhauses zum Beispiel, dann sind sie es auch weiterhin. Wir haben in Schleswig-Holstein versucht, die Istanbul-Konvention ein bisschen fassbarer zu machen, weil es natürlich auch immer darum geht, bei der Umsetzung möglichst viele Menschen zu beteiligen. Bei uns gibt es so ein AG-System, was nummeriert ist, deswegen steht in der Mitte AG 35. Das hat jetzt für außerhalb von Schleswig-Holstein Relevanz. Und wir haben da Handlungsfelder aufgemacht, um sicherzustellen, dass wir eben nicht dass nicht die Forscherinnen mit den Richterinnen an einem Tisch sitzen, sondern dass die Forscherinnen mit Schule und Kita und Bildungsbeauftragten quasi an einem Tisch sitzen und nicht alle Themen diskutieren müssen, weil es eben sehr groß ist und umfassend. Diese Handlungsfelder sind eben Schutz und Hilfe, müssen finanziert und gefördert werden. Das ist für uns das wichtigste Handlungsfeld und auch das, in dem die meisten Verpflichtungen in der Istanbul-Konvention stehen. Die Gewalt muss verfolgt und sanktioniert werden. Es muss ein öffentliches Bewusstsein darüber geschaffen werden, mit was für einem Problem wir es hier zu tun haben, dass es kein individuelles Problem ist, sondern dass wir alle da unseren Beitrag zu leisten oder eben nicht leisten. Die Gewalt muss erforscht werden und darüber muss gebildet und fortgebildet werden. Und Gleichstellung beugt Machtmissbrauch vor. Der Aspekt Gleichstellung hat in der Istanbul-Konvention die wenigsten konkreten Verpflichtungen tatsächlich. Und dennoch spielt Gleichstellung eine riesengroße Rolle in der Istanbul-Konvention. Das werde ich gleich noch mal weiter darauf eingehen. Da wir heute nicht so viel Zeit haben, schauen wir uns ein Handlungsfeld von diesen fünf Handlungsfeldern noch mal genauer an. Und das ist das Hilfesystem und Schutz. Hilfe und Schutz. In der Istanbul-Konvention gibt es die Verpflichtung, dass Hilfsdienste sich öffnen sollen. Das heißt, die allgemeinen Hilfsdienste sind die Hilfsdienste, die der allgemeinen Bevölkerung zur Verfügung stehen, wenn sie in Not geraten sind. Also zum Beispiel das Jobcenter, die Arbeitsagentur, das Sozialamt, die Wohnungslosenhilfe, alle Hilfen so rund um Kita und Schule. Warum stehen die in der Istanbul-Konvention? Weil gewaltbetroffene Frauen dort überproportional häufig zu finden sind. Ne? Gewalt ist ein Armutsrisiko. Wenn ich gewaltbetroffen bin, dann bin ich unter Umständen
arbeitsunfähig, ich muss unter Umständen meinen Wohnort verlassen, meine Wohnung verlassen. Das hat auch Folgen für meine Kinder, die Kita und die Schule wechseln müssen. Und nun steht in der Istanbul-Konvention etwas von Öffnung und damit ist nicht gemeint, dass in den Hilfsdiensten, also jetzt beim Jobcenter beispielsweise, eine therapeutische Beratung stattfinden muss, sondern die Hilfsdienste sollen schauen, wie sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, also ihrer Tätigkeiten, die Frauen unterstützen können. Und das kann zum Beispiel etwas sein, wie darauf zu achten, dass die Adresse geschwärzt ist, wenn Schreiben an den Haushaltsvorstand geschickt werden. Das kann sowas sein, wie dass Anträge priorisiert bearbeitet werden, weil es zum Beispiel ein Frauenhaus gibt, was auf die Kostenerstattung wartet. Und dann unterscheidet die Istanbul-Konvention eben die allgemeinen Hilfsdienste von den spezialisierten Hilfsdiensten. Und die spezialisierten Hilfsdienste, das sind die Hilfsdienste, an die wir alle denken. Das ist das Frauenhaus, die Frauenberatungsstelle, Rechtsberatung, ne, die wenigsten Frauen nehmen Rechte in Anspruch, medizinische Versorgung, Angebote für Kinder. Und diese spezialisierten Hilfsdienste sollen erstens regional gut verteilt sein, das heißt für alle Frauen erreichbar sein, zweitens allen Frauen zugänglich sein. Und da sind wir im Bereich zum Beispiel Dolmetscherinnenkosten, da sind wir im Bereich Barrierefreiheit oder Barrierearmut. Und in, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das in Ihrem Bundesland der Fall ist, in manchen Bundesländern werden eben Leistungen dieser spezialisierten Hilfsdienste über den öffentlichen Kostenträger abgerechnet. Und wenn das passiert, dann gibt es ja Frauen, die quasi durch das Netz fallen könnten, weil sie keinen Anspruch auf diese Kostenerstattung haben. Also die Konvention sagt ganz klar, es soll allen Frauen zugänglich sein. Und drittens, und da sind wir, glaube ich, bei dem dicksten Punkt, also finanziell dicksten Punkt in der Istanbul-Konvention, sie sollen bedarfsgerecht ausgestattet sein. Und da kann man sich angucken, wie die Zahlen in den Hilfsdiensten aktuell sind, zum Beispiel die Abweisungszahlen im Frauenhaus. Also wie oft muss das Frauenhaus quasi bei einer Anfrage sagen, wir haben heute keinen Platz. Schicken Frauen eventuell wieder nach Hause, weil sie einfach überfüllt sind. Bei den Beratungsstellen und den anderen Angeboten ist es dann eventuell die Warteliste, die da interessant ist. Wie lange muss eine Frau auf einen Termin warten? Wenn Sie sich ein bisschen mit Gewaltdynamik auskennen, dann wissen Sie, dass diese Zeitfenster einfach immer sehr klein sind, in denen Frauen bereit sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es muss eine zügige Beratung stattfinden, eine zügige Gefährdungsanalyse stattfinden. Vor weiteren Gewalttaten schützen. Da ist die Istanbul-Konvention sehr gut oder was mich da immer sehr freut, ist, dass diese Artikel einen nicht aus der Verantwortung lassen. Also die Artikel beginnen immer mit dem Satz, der Vertragsstaat, das ist in die Bundesrepublik Deutschland, ist verpflichtet, alle gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass. So, und das bedeutet also, es ist ein Unterschied zu anderen Konventionen, in denen steht, etablieren Sie die und die Maßnahmen in Ihr Gesetz, sondern sie sagt eben alle gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass. Und wir haben einfach schon ganz gute Gesetze zum Gewaltschutz. Wir haben das Gewaltschutzgesetz, wer schlägt, der geht, Zuweisung der Wohnung, Wegweisung, also nach Polizeieinsatz der Täter wird der Wohnung verwiesen. Das Kontakt- und Näherungsverbot haben wir im Gewaltschutzgesetz. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, Gewalt zu reduzieren und Gewalt im relevanten Ausmaß einzudämmen. Und da könnte man sagen, okay, die Gesetze sind zwar da, aber die Intention dieser Gesetze ist noch nicht wirksam genug. Also an welchen Stellen müssen wir eigentlich noch drehen, damit es auch die entscheidende, abschreckende Wirkung für die Täter hat. Sorgfaltspflicht des Staates ist eben hoch aufgehängt. Es steht auch drin, dass
Frauen zivilrechtliche Ansprüche gegen den Staat haben, wenn der Staat sie nicht ausreichend geschützt hat und diese Gewalt bekannt gewesen ist. Abstimmung der Institutionen, das sind bei uns so Netzwerke, das gibt es bei Ihnen wahrscheinlich auch. Manchmal heißt das Interventionsnetzwerke, manchmal heißt das runde Tische, wo eben einfach die Polizei, Staatsanwaltschaft, Frauenhaus, Frauenberatungsstelle und so weiter mit am Tisch sitzen und sich abstimmen in den Prozessen. Die sollen möglichst auch IKÖ interkulturell geöffnet sein. Das heißt, auch Migranten-Selbstorganisationen sollen ihren Beitrag leisten, Gewalt und präventiv an diesen Netzwerken mitzuwirken. Gemeinsames Gefährdungsmanagement steht auch drin und ein Hilfetelefon. Und da haben wir das Bundeshilfetelefon. Da sind wir schon ganz gut, finde ich, mit 24/7 erreichbar und in 17 Sprachen erreichbar. Das kann sich schon sehen lassen. Gewaltschutzkonzeptarbeit fördern. Das ist ein Punkt, der für die Kommune sehr wichtig ist, finde ich. Und in der Konvention steht kein einziges Mal der Begriff Gewaltschutzkonzept. Aber es steht drin, der Vertragsstaat soll alle gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass keine in seinem Auftrag handelnde Person Gewalt übt. So ein Auftrag des Staates handelnde Personen sind eben nicht nur PolizistInnen, ne, oder die Bundeswehr oder BeamtInnen, sondern das sind auch LehrerInnen, das sind ErzieherInnen, das sind Menschen, die in geflüchteten Einrichtungen arbeiten, das sind Menschen, die in Behinderteneinrichtungen arbeiten und das sind Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten zum Beispiel. Das sind ja alles staatliche Aufgaben, die zwar häufig an Träger abgegeben werden nach extern, aber die trotzdem immer noch eine staatliche Verpflichtung sind, also staatliche Aufträge dort erteilt werden. Und wir sehen in diesem Artikel eben die mögliche Verpflichtung, Gewaltschutzkonzeptarbeit zu leisten. Komme ich auch gleich nochmal darauf zurück. Genau, der Grund aber, warum die Istanbul-Konvention so unsere Herzen höher schlagen lässt, ist, dass es einfach eine sehr feministische Konvention ist. Und da gebe ich Ihnen mal, also so der Geist, der da so weht, würde ich sagen, gebe ich Ihnen mal ein paar Beispiele. In der Präambel der Istanbul-Konvention steht, Gewalt gegen Frauen ist der Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, die zur Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frau geführt haben. Die Verwirklichung der rechtlichen und der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein wesentliches Element der Verhütung von Gewalt gegen Frauen. Und das jetzt quasi deutsches Gesetz ist, das finde ich doch sehr bemerkenswert. Also wenn ich mir vorstelle, weiß ich nicht, vor 30 Jahren wäre das vielleicht ein Interview gewesen mit Alice Schwarz in der Emma oder so, was sie da geantwortet hätte. Und heute ist das eben deutsches Gesetz. Also halten wir uns dran und sind gesetzestreue Bürgerinnen, Fragezeichen. Diskriminierungsverbot Artikel 1. Zweck des Übereinkommens, also das Wichtigste. Warum machen wir das hier eigentlich alles? 1a, Frauen vor Gewalt schützen. Na klar. 1b, Gleichstellung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu leisten und eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern auch durch die Stärkung der Rechte der Frauen zu fördern. Ja, also der zweitwichtigste Zweck dieses Übereinkommens ist eben die Beseitigung von Diskriminierung gegen Frauen. Geschlechtersensible politische Maßnahmen, Artikel 6 und dazu die Anmerkung 49. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Geschlechterperspektive in die Durchführung und in die Bewertung der Auswirkungen dieses Übereinkommens einzubeziehen. Und politische Maßnahmen der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Stärkung der Rechte der Frauen zu fördern und wirksam umzusetzen. Warum ist es so? Das steht in der Anmerkung 49. Die Diskriminierung der Frau ist Nährboden dafür, dass Gewalt, die ihr widerfährt, toleriert wird. Alle Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen müssen die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern, da nur eine tatsächliche Gleichstellung die Beseitigung dieser Art von Gewalt in der Zukunft ermöglicht. Und ich finde immer
expliziter kann man das gar nicht ausdrücken. Expliziter kann man in der Sprache gar nicht werden, da nur eine tatsächliche Gleichstellung die Beseitigung dieser Art von Gewalt in der Zukunft ermöglicht, ist es eben so wichtig, dass wir ein geschlechtersensibles Verständnis von Gewalt haben. Und da sind wir bei dem Punkt, den ich im Titel nannte, also unfair ist gefährlich. Ich erzähle dann immer und ich würde gern einmal in der Hoffnung, dass es klappt, meine Kamera dazu anschalten. Wir machen dann immer so einen Bogen in Schleswig-Holstein und sagen, unfair ist gefährlich. Die würde ich jetzt größer machen, wenn ich da wäre. Jetzt fällt ein bisschen kleiner aus. Ich sage mal, man kann sich vorstellen, dass auf der einen Hand steht unfair und auf der anderen Hand steht gefährlich. Und als Symbol für unfair liegt auf dieser Hand eben das Bundesverdienstkreuz. Wir haben in Deutschland eine hohe Auszeichnung, eine staatliche Auszeichnung, das ist das Bundesverdienstkreuz. Und das Bundesverdienstkreuz ist tatsächlich für Frauen kleiner als für Männer. Um 17%. Passt nicht ganz mit der Gender Pay Gap, aber es fällt eben kleiner aus. Und ich habe das erzählt in einer Veranstaltung in einer Universität, da waren ziemlich viele Leute da und es meldete sich ein älterer Herr im Anzug und er stand auf, jetzt muss man wissen, ich bin 1,84 groß und er war irgendwie 1,60 groß und sagte, Frau Wulff, das hat anatomische Gründe. Ne? Also warum das Bundesverdienstkreuz jetzt kleiner sei für Frauen als für Männer. Und dann habe ich auch gesagt, okay, meine Uhr ist auch irgendwie kleiner und zierlicher als Ihre Uhr, aber das ist ein Schmuckstück. Und hier geht es um eine staatliche Anerkennung und ein Edelmetall und eine, einfach einen Orden. So, den trage ich ja nicht. Und der wird mir auch schon nicht von der Bluse reißen, nur weil es ein bisschen schwerer ist. Und nun kann man sich natürlich darüber unterhalten, ob das so wichtig ist, ob das jetzt der drängendste Punkt ist, sage ich mal, oder ob wir Wichtigeres zu tun haben oder ob gewaltbetroffene Frauen jemals überhaupt ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Aber es ist einfach unfair. So, egal, was ich tue, mein Kreuz wird immer kleiner sein. Und in der Mitte dieses Bogens, da haben wir sowas wie die Frauenquoten. Ne? Und da können wir uns stundenlang die Köpfe drüber heiß reden, ob das jetzt der Nachteilsausgleich für die Frauen ist, ob das die neue Diskriminierung des Mannes ist. Ne, da haben wir irgendwie alle eine unterschiedliche Haltung zu und es ist so ein Diskussionsding, da sind wir, manche sind dafür, manche sind dagegen. Und ganz am Ende kommen wir zu Tötungsdelikten. Und da sind wir uns auf einmal in einem sehr hohen Prozentsatz in der Bevölkerung einig, dass das nicht geht, dass das nicht in Ordnung ist. Und die Istanbul-Konvention sagt, das gehört zusammen. Ja, also von unfair bis gefährlich, von ich suggeriere als Staat, Frauen sind weniger wert, dann passiert zu Hause, du bist weniger wert. Und das nicht in jedem Haushalt, ne, das wird natürlich immer weniger, aber noch in zu vielen Haushalten, sonst würden wir hier nicht sitzen und sonst hätten sie auch nicht in Istanbul zusammengesessen mit 47 Staaten und dieses Ding verhandelt. So, ich mache jetzt die Kamera wieder aus. Und dann haben wir uns gefragt, jetzt muss ich hier irgendwie klicken, sonst komme ich weiter. Welche Relevanz hat denn das eigentlich jetzt, dass wir so eine große Konvention verhandelt haben? Gratulation, ne? Lest das mal durch, was ihr da unterschrieben habt. Einst umkämpft heute Tatsache der Feminismus. Wem haben wir das zu verdanken? Das ist die alte Bundesregierung, die diese Konvention ratifiziert hat, also gültig gemacht hat in Deutschland. Und Herr Seehofer sah, weil alles andere unfair ist, ne? Ist unser Innenminister gewesen, ist doch logisch, verstehe ich jetzt auch. Ne? Und Frau Lambrecht, unsere ehemalige Familienminister sagt, also es geht nicht nur um Fair Play, sondern es geht um einen wirklich relevanten Zusammenhang, der schlimme Folgen hat für einige Menschen in unserer Gesellschaft. Und dann sagt Frau Merkel, das würde ich eigentlich jetzt gerne von Ihnen hören, aber weil wir uns nicht sehen, mache ich das mal so.
lange Zeit hat sie immer gesagt, wir schaffen das. Und dann hat mir mal eine Teilnehmerin einen besseren Spruch gesagt, den habe ich dann aufgenommen. Die Istanbul-Konvention ist alternativlos. Genau, deswegen ist unser Slogan auch, der Staat ist Feminist geworden. Schau mal einer an, nehmen wir ihn beim Wort. Also wir feiern das, aber wir gucken natürlich auch sehr mit strengem Auge auf die Umsetzung. So, das war jetzt der allgemeine Teil und jetzt würde ich einmal auf die kommunalen Aspekte eingehen, so, weil diese Konvention, Sie haben jetzt nur ein Handlungsfeld gesehen und auch daraus natürlich nur einen Ausschnitt, ich kann nicht alles erzählen heute, aber diese Konvention ist einfach sehr, sehr vielseitig und sehr groß, man steht vor so einem Berg und denkt, okay, was jetzt, wir sind doch nur ein Landkreis, was können wir ausrichten? Und ich bringe jetzt ein paar Tipps oder Ideen mit, wie man es angehen kann oder was sich in anderen Kommunen bewährt hat. Als erstes schlagen wir immer vor Bekenntnis. Also einmal alle zusammen sagen, jo, das gefällt uns, jo, Gewaltschutz und Gleichstellung sind Qualitätsmerkmale auch in der Kommune, wollen die Umsetzung angehen. In Kiel sah das so aus. In der Ratsversammlung am 20.05.21 haben sie beschlossen, die Kieler Ratsversammlung bekennt sich zu den Inhalten und Zielen der Istanbul-Konvention und erklärt sich solidarisch mit allen Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Maßnahmenplan. Und das ist immer so ein bisschen knifflig, weil man gucken muss, wie sieht es auf Landesebene aus? Wird da was gemacht oder wird da nichts gemacht? Wie gehen wir das Ganze eigentlich an? Beginnen wir zum Beispiel Bedarfserhebung. Was gibt es eigentlich schon und was braucht es laut Istanbul-Konvention noch, dass man das so miteinander abgleicht? Ist das unser Weg? Machen wir das so, um dann zu einer Maßnahmenplanung zu kommen? Wer kann das wann initiieren, ne? Und wie wird das bezahlt? Also das ist ja, allein die beiden Punkte sind schon sehr, sehr viel Arbeit, die sich nicht nebenher machen. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, wir haben das jetzt in Schleswig-Holstein durch, dass wir mit, also ich glaube, wir waren an die 80 Beteiligten in den Arbeitsgruppen, in den unterschiedlichen Bedarfsanalysen natürlich sehr erschöpfende Prozesse sein können, die entsprechendes Reibungspotenzial haben, ne? Weil immer noch mal jemand am Ende aus dem Busch gesprungen kommt und sagt, warum wurden wir eigentlich nicht gefragt? Wir haben dazu auch noch was zu sagen. Und dann und am Ende zerlegt muss in Einzelteile. Deswegen ist eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man jetzt sagt, wir haben nicht so viele Kapazitäten, eine Bedarfserhebung für die komplette Istanbul-Konvention zu machen, ist eine Möglichkeit, die Bedarfsanalyse in Handlungsfelder zu zerlegen. Also zum Beispiel in 2022 Bestattung der spezialisierten Hilfsdienste für betroffene Frauen im Landkreis anhand der Zahlen der Abweisungen im Frauenhaus, der Zahlen der Warteliste der Beratungsstelle, der Zahlen der polizeilichen Daten. Mit 2023 entsprechend die Zuwendungen anzupassen. Also wenn man sich die Konvention anguckt und sagt, okay, lasst uns mal mit dem Dringendsten starten. Wenn ich eine Bedarfsanalyse über das komplette System mache, das dauert, also wir haben es in Schleswig-Holstein jetzt gemacht und es sind 2,5 Jahre ins Land gegangen und letztendlich auch wenn wir schon ein paar Prozesse ausgekoppelt haben, habe ich immer vor Augen, dass viel Arbeit reingeflossen ist und für die betroffenen Frauen selbst eigentlich noch gar nichts passiert ist, obwohl allen schon der Schweiß auf der Stirn steht. Weiter im nächsten Jahr, in 2023, während wir die Zuwendung anpassen, können wir uns dann gleichzeitig auch schon mal angucken, wie sieht es mit Kindern als Zeuginnen häuslicher Gewalt aus? Gibt es für sie ein proaktives Angebot und so weiter? So kann man das dann durchdeklinieren. Genau, diese Schritte, auch wenn man es zerlegt, ist es natürlich aufwendig. Es muss koordiniert werden,
Wer macht das? Das muss die Kommune für sich klären. Wichtigste Voraussetzung für eine gute Maßnahmenplanung ist, immer diejenigen einzubeziehen, die mit den Betroffenen im professionellen Kontakt sind. Also zum Beispiel Frauenhaus, Frauenberatungsstelle, aber auch die Migrationssozialberatungsstellen oder Migrantinnen-Selbstorganisationen oder auch andere Selbstorganisationen, die es so gibt. Wir finden es am wichtigsten oder das ist uns immer das größte Anliegen in Schleswig-Holstein, dass die spezialisierten Hilfsdienste ausgestattet sind, weil die sind als erstes im Kontakt mit den Frauen. Kaum zu glauben, Frauen vor Gewalt zu schützen und zu beraten, galt bisher als freiwillige Aufgabe trotz Istanbul-Konvention. Ich weiß nicht, ob es in Ihrer Kommune auch immer noch so ist. Das heißt, dass das System definiert ist, dass es vom Engagement Einzelner abhängig ist, also von Ehrenamtlichen, die diesen Verein tragen. Und dieser Verein trägt dann die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Das ist ein unglaublich hoher unbezahlter Arbeit, die da einfließt. Und deswegen empfehlen wir, es geht immer um die Bedarfsgerechtigkeit, also der Bedarf ist in der Istanbul-Konvention für die Frauenhäuser näher definiert als für die Beratungsstellen, aber nicht verpflichtend definiert. Also da wird gesagt, pro 10.000 Einwohner ein Familienplatz. Im Frauenhaus sind dann immer, je nach Region, etwa 2,5 Betten quasi. So, und weil die Konvention da nicht so scharf ist, sage ich mal, haben die Bundesverbände eben die Selbstbedarfe aufgestellt und gesagt, das heißt für uns Bedarfsgerechtigkeit. Und da gibt es zwei Veröffentlichungen von BFF, das ist der Bundesverband der Frauenberatungsstellen, und von der ZIF, das ist die Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser. Die Links habe ich Ihnen hier mit reingepackt. Und natürlich bekommen Sie die Folien im Anschluss und können sie auch gerne benutzen und verwenden, wie Sie möchten, wenn Sie selber mal einen Vortrag halten wollen. Genau, in Kiel ist es dann folgendermaßen gelaufen, das ist aus der Drucksache 0777/2019, da gab es einen Antrag, in dem mit der Istanbul-Konvention argumentiert wurde, und das finden wir immer, nur eine bekannte Konvention ist eine Wirkkonvention, wo Sie sie benennen können, als sie drauf wirkt. Kieler Frauenhaus hält hierfür derzeit 26 Plätze, 11 Zimmer vor, den darf bei weitem decken, jährlich werden und so weiter und so fort. Nach der Istanbuler Konvention 1.2.2018 werden in einer Stadt der Größenordnung Kiels 25 Zimmer, das heißt 64,75 Plätze, benötigt. Der Bürgermeister der Stadt Kiel hat dann auch noch dazu hinzugefügt: Als Kommunen sind wir oft die Letzten in der Nahrungskette, wenn es um die Finanzierung geht, aber immer die Ersten, die in die Pflicht genommen werden, wenn es brennt. Wir werden nicht müde, Land und Bund wieder und wieder zu verdeutlichen, wo vor Ort der Schuh drückt. Die Istanbul-Konvention ist hierfür ein guter Wegweiser und schlicht Argumentationsgrundlage. Genau, das ist nochmal ein Link, wo Sie das nachlesen können. Genau, viertens, allgemeine Hilfsdienste fortbilden. Das geht total gut in der Kommune, weil beide Kommunen ja oft Hilfsdienste angesiedelt sind. Also haben Sie vielleicht ein Sozialamt, haben Sie eine Ausländerbehörde, haben Sie andere Behörden oder Ämter mit viel Publikumsverkehr, das wären die Hilfsdienste, die gut fortgebildet werden könnten. Oh, die Frau sagt hier, wenn Sie mögen, kann ich Ihre neue Adresse schwärzen. Also, wir haben ein Fortbildungsangebot fürs Jobcenter entwickelt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen da gerne, und für die Zuwanderungsbehörden auch, da haben wir ein spezielles Modell in Schleswig-Holstein, kann ich Ihnen auch noch zur Verfügung stellen im Anschluss. Können Sie gerne benutzen. Gewaltschutz als Förderbedingung, das hatte ich vorhin genannt, da wo quasi öffentlich gefördert wird, können auch gut Bedingungen gestellt werden. Und unser Tipp ist immer, wissen Sie doch mal, auf welche Organisationen, zum Beispiel Sportvereine, Kulturvereine, kommunale Strukturen nutzen und Gelder erhalten. Also, denn eine Förderung ist ja nicht immer direkte Zahlung, sondern eine Förderung kann ja auch sein, ich
Stelle, einen Raum, eine Sportstätte, eine Schwimmstätte, eine Kulturstätte zur Verfügung, die mit öffentlichen Geldern gebaut wurde und mit öffentlichen Geldern erhalten und unterhalten wird. Und auch das ist ja eine Förderung. Auch da gibt es Nutzungsbedingungen oder Hausordnung oder Ähnliches, die man entsprechend anwenden kann oder verändern kann. Laden Sie diese Vereine und Organisationen nochmal zum Gespräch über Gewaltschutz ein. Fragen Sie, wer von Ihnen hat sich schon auf den Weg gemacht, wer braucht noch Unterstützung, und gewinnen Sie sie für einen Prozess, an dessen Ende Gewaltschutz zur Förderbedingung der Gemeinde oder der Stadt oder des Landkreises wird. Genau, das Gleiche gilt natürlich für also Auftragsvergaben und Leistungsbeschreibungen, wo die Kommune eben einfach Träger engagiert, um öffentliche Aufträge durchzuführen. Und überprüfen Sie natürlich auch die eigenen Einrichtungen. Ne? Oft gibt es ja auch kommunale Kitas, in denen vielleicht Gewaltschutzkonzepte noch gar nicht gelebt werden oder angewandt werden. Genau, auch hier können Sie Frauenfacheinrichtungen gerne um Hilfe bitten. Eine Stadt bei uns in Schleswig-Holstein, die hat das ganz groß gemacht, und zwar ist es Lübeck. Die haben Budgetverträge, sogenannte, das sind alles Einrichtungen, die Geld von der Stadt bekommen. Und dort steht jetzt drin, seit diesem Jahr, Aufstellung eines Gewaltschutzkonzeptes, ne, das ist eine Förderbedingung, Aufstellung eines Gewaltschutzkonzeptes für den Träger zur Hälfte der Laufzeit des Budgetvertrages. Die haben immer 4 Jahresverträge, das heißt bis 24, das ist die Hälfte, soll es passiert sein. Und Darlegung des Umsetzungsstandes in den jährlichen Verwendungsnachweisen. Genau, auch nochmal Link, wo Sie das nachlesen können. 6. Öffentliches Bewusstsein. Also es muss ein gemeinsames Verständnis von geschlechtsspezifischer Gewalt geben. Das ist der Artikel 13. Dafür eignet sich natürlich wunderbar das Kampagnenthema, ne? Also dass man öffentliche Kampagnen fährt. Das ist eine Kampagne, die ich sehr gut finde, ist vom Bundeshilfetelefon, die eben immer wieder da als Betroffene in den Fokus stellen und sagen, es ist Unterstützung, du musst das nicht allein durchstehen. Und diese Kampagne speziell von denen nimmt eben Täterstrategien in den Fokus und entlarvt sie quasi. Die Materialien sind komplett alle kostenlos. Sie können die bestellen, so viel wie Sie möchten, und können damit die Innenseiten der Toilettentüren bestücken. Das gibt sie auch mehrsprachig und in allerlei Formen, die man sich nur vorstellen kann, als Aufkleber, als Faltblatt, groß oder klein oder Plakat mit Abreißzetteln und so weiter. Das empfehle ich sehr, das zu machen. Und es gibt sehr viele öffentliche Flächen, die man so vergisst. Ne? Also ob das mal auch in der städtischen Kita ist, da hängt auch ein schwarzes Buch, einfach da mal mit dran zu pinnen, ist eine gute Möglichkeit. 2. Gesprächsanlass bieten, das ist jetzt eine Kampagne, die wir in Schleswig-Holstein gemacht haben, wo wir nochmal das Thema Männlichkeit in den Fokus gestellt haben, gesagt haben, ne, was männlich ist, entscheidest du. Zusammenstehen gegen Sexismus, Frauenfeindlichkeit und Gewalt. Da haben sich 12 Männer haben wir da gefunden, die sich geäußert haben mit ihrer Botschaft. Und diese Materialien können Sie auch kostenlos bei uns bestellen. Genau, ich glaube, da habe ich keinen Link reingestellt. Aber kann ich gleich nochmal in den Chat stellen, den Link. So, und das ist der letzte Punkt. Der Landkreis auch selbst als Arbeitgeber. Also wie Gewaltschutz, die gehen ja sicherlich tagtäglich dran. Also ein Leitbild für die Arbeit, was für ein Arbeitsplatz sind wir eigentlich, Workplace Policy. Und dann nochmal zu unterscheiden, die betroffenen Arbeitnehmerinnen, die außerhalb der Arbeitsstelle betroffen sind, also zum Beispiel von Stalking oder häuslicher Gewalt, dass man sowas auch mal überlegt, ins Gesundheitsmanagement aufzunehmen, wie und können wir die eigentlich unterstützen? Wie sprechen wir die an? Und aber auch dann Gewalt, die innerhalb dieser Arbeitsstätte passieren kann, also Schutz vor sexueller Belästigung bzw. sexualisierter Diskriminierung. Genau, ganz wichtig natürlich, Hausspitze immer voran,
Positionierung bei entsprechenden Vorkommnissen. Oft sind die ja dann der Anlass tatsächlich, dass es zum Thema wird. Genau, da natürlich die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten mit einbeziehen. So, ich sehe einen Fehler. Das heißt nämlich nicht de.org, aber ich stelle gleich den Link nochmal rein und korrigiere es in der Folie, wenn ich sie an Sie schicke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.